Kennt ihr das? Man fährt U-Bahn, vielleicht in einer anderen Stadt, und man versucht, den Plan zu verstehen. Das ist ja so schon schwer genug. Aber stellt euch vor, man hat den auch noch auf den Kopf aufgehängt. Oh, wo müssen die hinfahren? Mit der U6 oder 9? Mein Gott, Alter, ihr hattet einen Job. Und das war das Ding aufzuhängen. Ich verstehe die doch so richtig rum schon nicht. Oh nein! My hotel was confusing. 237 bis 297 nach vorne, 239 bis 265 nach links. Warum seid ihr so? Warum sind wir Menschen so? Wir sind doch verloren. Wir haben das alles nicht verdient. Android oder iPhone, Alter, wir haben nichts davon verdient. Und damit, hey Leute, wir schauen uns heute das Subreddit OneJob an. Wir waren da lange nicht mehr drin. Das heißt, es wird Zeit. For the next stability, señores. Ihr habt da eine Leiter eingebaut. Ist das dann eine Halbleiter? Ich halte mein Maul. Aber warum haben die das getan? Und vor allem, wie löst du das Problem? Man nimmt dann die Leiter auseinander, ne? Ich meine, das Ding, du kriegst ja nicht so einen Stahlträger wieder weg, oder? Das ist meine Leiter! Hat sich wahrscheinlich jemand ausgeliehen und er will die wieder haben. Das wird dann problematisch und unangenehm, weil die Situation möchte man niemandem erklären. Mama, wenn ich das meiner Mutter zeigen würde, die wäre so enttäuscht von mir. Oh mein Gott. Ah, das sind dieselben Leute, die den U-Bahn-Plan aufgehangen haben. No, we can't be out of... Handy? Also ich muss sagen, wenn das jetzt... Ohne Scheiß, so eine Werbung machen und dann steht aber verkehrt rum was Richtiges drauf. So, no. Du siehst nicht blöd aus, wenn du das so liest. Aber wenn es nicht gewollt ist, ist es natürlich giga unlucky. Jemand bezahlt Geld für seine Werbung. Schade. All drains in my school are above floor level. Vielleicht ist das ja auch einfach nur der Trinkbrunnen und nicht der Abwasserkanal. Wenn's... Leute, wir haben da so einen Schacht für Wasser installiert, aber der ist über dem Level, wo das Wasser jemals hinkommen wird. Aber es könnte reinregnen. Ich meine, so viel Wasser kann er noch auffangen. Es ist quasi ein Regenschirm für den Boden. Oh mein Gott, was bin ich sehend, Alter? Da unten ist das Bild irgendwie so verzerrt. Der hat auf sein... Ist das ein Spiegel unten? Aber warum? Man darf hier nach da fahren und da nach da. Aber ein Auto ist so breit, dass es auf beiden Pfeilen fahren wird. Good job. Überhaupt nicht confusing. Aber ich meine, manche die Versicherungen müssen ja auch weiterhin einen Job haben. Da ist der One-Job. Autoversicherung. Oh, es gibt einfach Dinge, die tun auch ein bisschen weh beim Zuschauen. Oh, das ist nicht mal auf der Fuge davon. Das ist bestimmt auf demselben Parking-Lot. Wie die scheiß Pfeile. Was ist das? Warum sieht das so unglaublich scheiße aus? Someone was lazy with this plate. Jemand war sehr faul beim Bemalen dieses Tellers. Ich meine, da war der Stempel halt ein bisschen daneben. Das ist ja kein Problem, man kann den Teller trotzdem noch benutzen und verkaufen. Leute, würdet ihr euch beschweren, wenn ihr bei Ikea jetzt so einen Teller kriegt? Ich würde mir denken, oh, das soll so. Ich habe keine Ahnung. Sehe ich aus wie Tine Wittler? Nein. Ist mein Zuhause schön? Es ist schön geworden. Aber ich würde den Teller einfach nehmen und davon essen. Da würde ich mir denken, ja, okay, es ist halt ein Teller. Ist der aus Plastik, Alter? Was ist denn da mit dem Teller passiert? Der ist ja vollkommen im Arsch. Und warum ist da eine Fliege drin? High price, low price, higher price, can't wait to find out which one I'll pay. Okay, Analyse Kowalski. 17,98 ist es nicht mehr. Es ist 24,98 und es war 22,98. Das heißt, du bezahlst jetzt einfach 7 Euro mehr. Naja gut, das kann man machen. Aber ich für eine Taschenlampe. Da kannst du dir eine MacLight von kaufen, mein Freund. Das ist ja... Nee, also ich find das total in Ordnung, wenn ich in den Laden gehe und ich weiß nicht, was ich bezahle. Das ist dann so der Nervenkitzel. So. Ich gucke auch nie, was Äpfel kosten und dann gehe ich einfach an die Kasse mit 5. Weil ich es habe. Ich bin YouTuber, ich kann mir Äpfel leisten. Oh mein Gott, speaking of, ein Apfel kostet 1 Yard 67. Ich weiß nicht mal, was ein Yard ist. Das metrische System. Yard. What is a yard? Ein Vorgarten oder was? Hard to explain this. Oh. Opa. Nichts davon kann man erklären. Da ist eine Tür. Da ist kein Weg zur Tür. Und da, wo kein Weg ist, ist eine Hecke. Und die ist ja auch nicht da gespawnt, Alter. Du bist ja nicht in der Spawn-Area. Die war da, die hat da jemand hingepflanzt. Vor 10 Jahren. Warum ist das so? Das ist Amerika, oder? Ich verstehe Amerika nicht. Und ich glaube, es liegt an mir. Ich glaube, es gibt einen Sinn dahinter, aber ich sehe ihn nicht. Measuring distance with Reis. Entfernung mit Reis messen? Was kommt nach Yards, richtig? 3000 Reis. Der kann 3000 Reiskörner weit fliegen.
Das ist gar nicht so viel. Und das ist keine Mavic, oder? Aber es sieht aus wie eine Mavic. Und der Typ da unten, was macht der? Oh ja, ich flieg ganz entspannt Drohne mal. Setzt sich schön an rein. Fliegt über Köln. Und dann stürzt seine Drohne ab. So wird's laufen. Bist du 3000 Einreiskorn geflogen. Wirklich, ich bin den Stallpinkler. Ich muss in die Kabine reingehen. Das wäre für mich der Horror. Wenn da zwei Leute stehen, ich müsste da nicht klein. Lost, Digga. Ich habe bei Survival Martin ein Video gesehen, wo der einfach neben anderen Leuten geschissen hat. Und wie geht das? Diese Menschen, also Seven vs. Wild, scheißegal, ich will auch überleben. Aber vor anderen Leuten kacken, das ist der Wahnsinn. Das ist wirklich, also da bin ich einfach stolz auf die Leute. Rechte Schultertaste, linke Schultertaste. Warum habt ihr das denn so gemacht? Was ist das, Need for Speed? Wie schnell dürfen wir fahren? Stange. Das ist natürlich schwierig. Aber naja, stellt euch vor, ihr kauft euch Kontaktlinsen und dann kriegt ihr die in der Post. Und das ist da drauf! Und ihr denkt euch, hab ich das drinne, Alter? Naja, ein Stempel benutzen ist schon schwierig. I installed the toilet, bro. The boss. Ich meine, technisch gesehen wurde diese Toilette nicht nur perfekt installiert, sondern auch mit der Schutzmaßnahme, dass niemand im Stehen pisst. Wer macht das? Wascht euch euer Dick danach ab. Wer im Stehen pinkelt, hat verloren. Also, es sei denn, es ist ein Pissoir, da verstehe ich es noch. In a school parking lot. Oh, die haben eigene Parkplätze für den Principal und für den Secretary? Was ist denn leisten, Alter? Was ist denn... Sag mal, seid ihr irgendwie okay? Naja, ist ja auch gut, dass es auf einem Schulparkplatz ist. Da kann man nochmal lernen, was der Secretary macht. Secretary! Das haben die Piraten damals immer gesagt. Die hatten auch einen Secretary. Ei, Captain! Oh, wer wohnt in Anna? Das kann's nicht mehr! The closed door buttons on my building's elevator. Zu. Boss, ich hab die Tasse habe ich engraved. Yay. Yay. Naja, ich meine, man kann halt nicht alles haben. Das ist, wenn man vorher Schluss gemacht hat. Also, 3 Monate. Wupp, weg. Ich möchte wirklich sagen, dass das mein absoluter Horror ist. Da, wenn mir jemand mal wirklich auf den Keks gehen möchte, dann sagt er, ich pinkel da und du machst da AA. Ey, es wird nicht gehen. Bin ich ehrlich. Außer mit Janine. Fragt nicht, warum ich das weiß. Crocodile. Cheetah. In Call of Duty sehen die anders aus. Ich lösch mich, Alter. The first time we've sung God Save the Queen at... Warte mal. Ist das nicht jetzt der Charles? Der ist gar keine Queen. Also ich meine, er könnte eine sein. Habe ich überhaupt nichts gegen. Aber das ist ein Fail. Can anyone tell me why it's so damn hot in here? Ich weiß nicht, dein Ventilator kann sich nicht drehen. Weil da einfach ein verficktes Fass an der Decke hängt. Warum, weiß ich aber auch nicht. Wie passiert sowas? Er hat es nicht nur einmal gemacht. Ist die hinten wenigstens richtig? Der hat das 3-mal hintereinander mindestens verkackt. Ich kacke. Das ist doch keine 4. Mal technisch gesehen ist es eine 4, weil sie falsch rum. Oh mein Gott. Ich meine, bei der 0 kannst du nicht verkacken. 0 ist eine gute Zahl. Ich meine, ich bin großer Fan von Buchstaben, die gespiegelt auch immer noch dasselbe sind. Ein W, ein M, auf der richtigen Achse gespiegelt. Ihr Witzbolde. Aber das ist ganz schön scheiße. Ist das eine Uhr? Hey, what's the time? Naja, wir haben 37:52 Uhr. Oh, ist das so eine AliExpress-Uhr? Gibt's sowas wirklich? Ich habe immer gedacht, das wäre so ein Hoax. Wenn das meine Uhr machen würde, ich würde der nie wieder vertrauen. Das war damals, hatte ich ein Android-Telefon und das, wenn das kein Akku hatte, ist es aber ausgegangen, logisch. Aber dann hat der Wecker nicht geklingelt. Und ich glaube, bei meinem neuen Telefon ist es so, selbst wenn der Akku leer ist, dann bibbelt es trotzdem wenigstens. Alter, ich würde nie wieder mich von diesem Handy wecken lassen oder von dieser Uhr. 37 Uhr, was soll ich damit anfangen? Oh, Mickey Maus, wenn der Feierabend mitgedreht hat. Ja! Das war Pluto. Egal. The Great Oil Stick. Ich bin mir nicht sicher, ob Papa Pizza da einen Oil Stick in der Hand hat oder... oder vielleicht was anderes. Oh mein Gott, jemand hat dieses Schild gemacht und sich gedacht, ich geb dem einfach so ein Riesenbrot in die Hand. Es ist ein Baguette. You had one job to create dimensions for a case. Okay, es ist 23 Inch. Keine Ahnung, was die Inch sind. Irgendwie 3,5 Zentimeter breit. 9 Inch lang. Und fast 3 Inch hoch. Aber das ist die lange Seite, aber die ist kürzer als die kurze. Wie ein Quader funktioniert, habe ich damals in der Schule nicht verstanden. Berechnen Sie jetzt das Volumen, bitte. Wenn niemand in die Kommentare schreibt, was dieser Quader für ein Volumen hat, ich bin raus. Ich gehe sofort. Das Video ist vorbei. Good job mit dem Zensieren. Pass mal auf, ja, ich akzeptiere viel in meinem Leben, aber ich verstehe nicht,
wie man das dann da so lässt. Das wäre doch einfach, wie wenn ich jetzt ein Video hochlade, wo nur Schwarzbild drin ist. Und ja, ich lasse das jetzt so. Ich hab da gearbeitet bis 18 Uhr. Wartet, muss dann reichen. Ah! Warum sieht das so unglaublich beschissen aus? Ich lasse das so. Das ist toll. Gut, dass du es gemacht hast. Halloween. Halloween? Halloween. With cute ghost pattern? Ghost? Gothic. Entschuldigung, funktionieren meine Ohren nicht mehr? Was höre ich da? Weihnachten. Okay. Naja, das ist das zweite Mal, dass wir einen KitKat ohne Waffel sehen. Und ich akzeptiere das nicht. Das ist ein Grund, die zu verklagen. Das ist einfach, ich will eine Wagenladung KitKat dann als Entschädigung. Oder nur die Waffeln. Was habt ihr denn für ein Bingo, Alter? Wie hoch soll das noch gehen? Sandwich. Also ich finde, ein Burger geht als Sandwich durch. Finde ich, ist jetzt kein Fail. Das sind zwei Scheiben Brot und das ist was in der Mitte. Sandwich. Real size of large pink peony in the... Was steht da? Second and third. Oh mein Gott. Oh, ich habe nie gedacht, dass mich das jemand stören würde. Früher in der Schule wusste ich nicht, warum Second heißt und nicht einfach Second. Das ist ganz schön scheiße. Aus dem Real Size und dann so eine Kinderhand da drauf. Meine Damen und Herren, wir sind wieder in der Inklusivität gelandet. Ich finde sowas ganz schön schrecklich, bin ich ehrlich. Warum? Warum ist da überhaupt ein Geländer, Alter, damit die Autos nicht... Also, dass ich nicht mein Fahrrad abschießen kann? Habt ihr Angst, dass die Leute da drauf fallen? Oh. Backward tile at the metro. Das ist... Oh. Oh. Oh, nee. Das ist... Warum macht mich das so traurig? Ich weiß nicht warum, aber das deletet irgendwas in mir. Das hat einen ganz schlimmen Vibe. Gutes Pflaster. Nailed it! Ja, das ist ein Five-Head-Move, das so aufzukleben, bin ich ehrlich. Das sieht auch geil aus, also als hättest du so eine richtig starke Augenbraue. Starke Frauen, starke Augenbrauen, bin ich großer Fan von. Sulfu. Sulfu Dale. Ist das nicht so eine Show auf Netflix? Au, mein Nacken, Alter. Fresh Hams. Ich, also selbst wenn es richtig rum wäre, fühle ich das gar nicht. Von welcher Seite soll man das denn lesen können? Nee, doch, also wenn man da Angst vor wilden Tieren hat, dann ist man damit perfekt geschützt. Da kommen nur die kleinsten Schlangen unten drunter durch. Wenn ich da jetzt weitergehe und die Tür hittet nicht diesen Türstopper. Ey, ich bin physisch in Pain deswegen. Tut mir leid. Mein Hirn ist dumm, okay? Was wollt ihr von mir hören? Ich bin immer noch 12. Ich finde das witzig, aber es ist traurig. Mach das richtig. You had one job. Hab ich auch gemacht. Das sind diese Ampeln, bei denen man verkehrt drum rübergehen muss. Ich kenne die. Alter. Ich bin froh, dass Handys weit gekommen sind, dass man nicht mehr ein Spaltmaß hat, wo man seinen Finger oder seinen Kopf durchstecken kann, weil das ist ganz schlimm. Und dieser Connector, dieses ekelhafte Kind von Micro-USB und einem hässlichen Ladegerät. Wirklich, das war ganz schlimm. Hat lang gedauert, aber es war auch scheiße. Wir haben ein richtig fancy Waschbecken gebaut. Leute, macht euch keine Sorgen. Man kann es sehr gut benutzen. Man muss halt nur so darunter. Da darf ich nur die Fingerspitzen sauber machen. Das für Leute, die immer so geheime Pläne schmieden. Und für Waschbären, die machen das auch immer. Came up with a good name, Boss. Flower Sticks? Mehlstangen? Kann es sein, dass hier... Nudeln. Gemeint sind Nudeln. Flower Sticks. Nein, das ist ein guter Name. Ich meine, das ist technisch gesehen nicht falsch. Oi! Nee, toll, Alter. Da. Oh mein Gott, Alter. Deutschland, was ist falsch mit dir? Am besten ist das hier auch noch eigentlich gedacht für Rollstuhlfahrer. Dann sind wir wirklich in Deutschland. Why? Alter, das ist wirklich... Also, das heute ist wirklich der Run an solchen Sachen, die einfach... Du kannst es doch einfach nochmal rausholen. So schwer ist das Ding nicht. Was? Ich lasse das jetzt einfach so. Das ist ja dein Job. Please rate the cleanliness of your restroom. Wie sauber war die Toilette? Finger in die Steckdose. Du kannst dir aussuchen, an welchem du sterben möchtest. Das finde ich großartig. Wer auch immer sich das überlegt hat, ich glaube, das ist... ja komm, lass es einfach so. Ich meine, wenn da Leute sterben, dann sind das auch die, die sich beschweren wollen. Niemand drückt da drauf und sagt, das war mega sauber. Leute tun das nicht, so wie auf Amazon-Bewertung. Leute, die 5 Sterne geben, sass. Leute, die 1 Stern geben, auch sass. I installed the soap dispenser. Nein! 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 Ah!
Das ist übrigens, das ist die Hard-Version auf dem hier, Alter. Das hier ist Dark Souls. In 2016, we hired a photographer claiming he was the master of light. Oh mein Gott, du siehst aus wie ein ganz schlimmer Snapchat-Filter. Alter, wirklich, ich kann das einfach nicht. Warum ist es so und nicht richtig? Wirklich, das ist einfach der, ich weiß nicht, was mit den Leuten los ist. Du gehst doch auch nicht und fällst einfach hin und sagst, ich gehe ab heute immer so. Das ist doch scheiße. Ah, das sind die Untertitel, wenn Crunchyroll direkt Untertitel auf einen neuen Release packt. Hä? Nee, das ist fragwürdig. Das ist, wenn ein Japaner einen Deutschen Aufzug bauen soll. Das ist einfach, warum zählt man anders, welches Stockwerk ist? Das ist wirklich, also dieses Subreddit gibt mir einfach irgendwann AIDS, glaube ich. Da rollt die Christmas Decoration, oh mein Gott. Oh, okay. Wenn man Katzen hat und einen Weihnachtsbaum aufbaut, sieht das ähnlich aus. Nee, also da, wir haben jetzt so ein Tor gebaut, da wo der Weg nicht ist. Und aber man kann links und rechts. Hä? Das sieht irgendwie aus wie so eine ganz weirde, wilde TUI-Hotelanlage auf irgendeiner Karibikinsel. So stelle ich mir das davor. So, es ist einfach auch ein bisschen kacke. Aber Jürgen und Uto gehen schön zum Mittag. Oh, you can eat Buffet, yo. Our spiciest chicken. Entschuldigung, wo ist das Chicken? Ihr habt nur eine Sprite ohne Zucker und Pommes dahin gelegt. Okay, ich will raus, Leute. Wo fahre ich lang? Ich darf nur nach rechts abbiegen, aber ich möchte links raus. Das ist auch nicht fixbar. Man kann ja das Schild nicht umdrehen. Dann beschwert sich wieder jemand, dass er so machen muss. Was ist los mit Spider-Man-Spielzeug, Alter? Die sind immer ein bisschen weird auch. Ich, nachdem wir Feierabend gedreht haben. If your car accident, if you were in a car accident, would you know what to do? If your car, would you know what were in an accident to do? Okay. Snickers. With no Snickers inside. Inflation trifft jeden, Leute. Ich meine, es ist inflated mit vielleicht Luft. Da muss man auch mal die guten Dinge sehen. Aber Frischluft. Nee. Nee! Hör doch auf. Der Wahnsinn. Ich würde nicht kacken können. Warum ist das heute so ein Ding in dem Video, Alter? Die 8 ist falsch rum. Warum nehmt ihr dann eine Font, wo man es überhaupt falsch rum machen kann? Eine 8 kann man auch einfach gleich groß unten und oben machen. Made in Italy, es ist Frankreich. Ah! 25 Minuten, aber es ist die Hälfte der Uhr. Good job, Alter. Wegen solchen Leuten haben wir immer noch die Zeitumstellung. Alter, ein menschliches Gebiss mit 3 Reihen Zähnen. Das ist, das wissen viele Leute nicht. Wir sind wie Haie. Nur so lange genug warten. Ich meine, ich muss sagen, bei uns sieht es ähnlich aus, weil ich auch nicht gemessen habe. PC Gaming! PlayStation. Warum macht ihr das? Oh, ich habe keine Ahnung von Gaming, aber das... Oh mein Gott, Alter, da steht das sogar drauf, was es ist. Das bedeutet, da steht technisch gesehen auch drauf, was es nicht ist. Ah, nein. Nein. Ey, das eine Unterlegscheibe bei dem Scheiß-Scharnier reicht doch. Ich kotz euch ins Maul. Ich finde diese Wasserbrunnen immer, ich war mega neidisch früher als Kind, als ich das gesehen habe, irgendwie bei mittendrin oder so in der Schule, wo die so diese Fountains haben. Das haben wir Deutschen ja eigentlich nicht. Aber wenn ich das sehe, dann denke ich mir, vielleicht war das auch einfach ein Win. Vielleicht habe ich gar nichts verpasst. Das hätten wir wahrscheinlich überall so auf die Hose in den Schritt und dann, oh, ihr habt mich angepinkelt. Wegen sowas wird man gemobbt. IKEA in a nutshell. Du kriegst es nicht aufs selbe Level. Es ist unmöglich. Man muss sich damit abfinden. So viele Rosinen, wie ich in meinem Brot haben möchte. Oh, das sind Bären. Dann wäre ich sauer. Die haben das Eichhörnchen falsch rum gemalt. Das Gesicht von ihm ist falsch rum. Seine Nase ist hier. Egal, Kinder merken das nicht. Kinder haben noch nie eine Nase gesehen. Parallel Remount. Okay, ich glaube, das Video wird zu lang. Wir gucken uns noch einen an. Hier, den packen wir schön. Ne? Wir packen ihn schön in die Mitte. Und da ist ein Video verlinkt, das könnt ihr euch angucken, wenn ihr wollt. Da geht's weiter mit One Drop und keine Angst, die Adventskalender kommen auch wieder. Glaube ich. Vielleicht. Wegen euch, weil ihr viele Likes da gelassen habt. Feiern! Aber ist nicht schlimm, es kommt nur falsch rum. Es brennt nach unten.